Die Spoiler sind da. Black Clover ist wieder back und die nächsten Wochen werden jetzt wieder so verlaufen wie gewohnt. Nur noch einmal wieder zur Info. Das hier ist nun der Spoiler-Talk. Ich rede hier ausschließlich nur über die Spoiler, die geleakten Kapiteln, also nur von ein paar Seiten. Samstag gibt es dementsprechend auch meine Review. Wenn ich es halt schaffe, dann Freitag, aber ich denke eher Samstag, weil das einfach nicht hinhaut. Also einfach nur um klarzustellen. Und wenn das nicht hinhaut, dann eher Sonntag. Aber je nach seinem halt, abwarten ist ja nicht so schlimm. Und zudem natürlich 18 Uhr Sonntag diese Woche auf Manga Plus verfügbar. Demnach will ich nur klar sagen, starten wir eigentlich mal. Viel wurde jetzt auch nicht gezeigt, aber man muss ehrlich sagen, vom Zeichnung her hat Tabata hier wieder rausgehauen und es ist einfach wie es ist. Magna hat rausgehauen, Magna hat richtig rausgehauen. Es ist einfach Fakt. Am Anfang sieht man sofort halt eben natürlich nach dem Magna Dante auf dem Boden K.O. geschlagen hat, dass man auf jeden Fall auch nochmal hier Luck gesehen hat, der auf dem Weg zu Magna ist. Und man muss hier erstmal klar sagen, dass die beiden, also Magna und Dante, aktuell immer wieder gekämpft haben. Also immer weiter und irgendwie war es auch so, dass Dante weiterhin halt seine Gravitationsmagie nutzen konnte und dadurch halt eben Magna irgendwie angreifen konnte, also ihn irgendwie Steine zuwerfen, die Magna aber weggeschlagen hat, weil es für ihn einfach ist, da die ja die gleiche Stärke haben, was immer wieder cool ist. Aber Dante hat auch wiederum so eine Art Schwert wieder von sich gebastelt, so formiert, so von den Steinen aus formiert und wollte damit halt eben Magna angreifen, was ja auch dann wiederum Sinn macht. Und man kann es nicht genau sagen, aber es sah halt eben so aus, dass halt eben Dante Magna kurz richtig getroffen hat und auch verletzen konnte. Aber dann gab es halt auch wiederum eine coole Seite von Magna, wo er halt nochmal im Hauptquartier war und dort halt eben mit Yami gesprochen hat, was hier auch ein bisschen interessant ist, denn Magna fragte Yami hier nämlich, warum ihn eigentlich in seinen Orden mit reingenommen hat. Und Yami hatte eigentlich nur erstmal gesagt, dass es eigentlich kein großer Grund ist, so weil die einfach denselben Hobby haben. Aber dazu sagt Yami auch nur etwas. Ich glaube, das hat er beim Geheimen gesagt und nicht vor Magna, sondern Yami meinte halt im Großen, dass halt eben Magna gewisser Willenspower hat. Er hat Eier, er traut sich Dinge und er weiß, dass er nicht stark ist, aber er zieht trotzdem durch. Und genau das ist es, was Yami auf jeden Fall mag und was er will. Und genau das fand ich ziemlich cool eigentlich von Magna aus. Mittendrin soll man sagen, wie gesagt, haben die Zeichnungen angefangen noch derber krasser zu werden. Und ey, diese Street Fighter Momente waren unnormal ziemlich gut. Also so richtig dieser Underground Fight mäßig feiere ich einfach mega ab, was die Tabata rausgehauen hat. Magna ist noch nicht geschlagen. Magna steht da, hat aber auch nicht mehr genug Kraft. Er kann auch nicht mehr lange aushalten, okay? Was aber dann passiert ist, und das kann ich hier ganz genau gar nicht erklären und das wurde hier noch nicht so deutlich klar gemacht. Auf einen Schlag ist es nämlich so gewesen, dass Dante seine Teufelskräfte verloren hat. Also aus irgendeinem Grund waren die plötzlich weg, als ob Dante gar keine Kraft mehr hat. Nichts mehr. Er war jetzt nur noch ein Mensch und das ist irgendwie ziemlich strange gewesen, weil wir nicht genau wissen, ob das jetzt hier Magna war. Also, es ist schon da interessant und dann war es halt so, dass beide, wirklich beide, so einen richtigen, derbe, richtig Faustpunch gegeben haben des Todes. Also, jeder konnte wirklich einen in die Fresse schlagen, was geil aussah. Und was soll man sagen am Ende? Es war wirklich cool, denn auf einer Seite sah man halt nämlich, wie Luck aufgetaucht ist zu Magna. Auf der anderen Seite kam halt eben Asta und dann eben Nacht zu Magna und beide gucken so richtig deep rein, denken sich so, niemals, oh mein Gott, niemals. Und es ist wie es ist. Magna steht da, indem er wirklich Dante, einfach wirklich Dante besiegt hat. Und es ist wie es ist. Magna hat Dante besiegt. Dante ist gerade hier echt K.O. Leute, es ist wie es ist. Magna hat diesen verkackten Kampf gewonnen. Bevor wir jetzt hier in den Kommentaren rumjammern und sagen, boah, das ist scheiße. Kommt runter, kommt runter. Wir wissen einfach nur, dass Dante einfach jetzt irgendwie gefühlt ein Lappen ist. Wichtig ist einfach nur zu bedenken, dass Dante gerade wahrscheinlich aus irgendeinem Grund die Dämonenkraft verloren hat. Vielleicht hat einfach Lucifero keinen Bock mehr auf Dante. Dinge können passieren. Es gibt Dinge, die können hier passieren. Zum einen, Dante kann wieder aufstehen. Das ist machbar. Es könnte sein, dass Dante wieder aufsteht und dadurch aber hier diesmal Lucifero das alles in die Hand nimmt. Und jetzt, wir haben hier Asta, Luck, Magna, Nacht in einen Raum. Und das könnte immer wieder spannender werden. Also haltet drauf. Junge, Tabata macht das nicht einfach so. Tabata macht das nicht einfach so. Will ich nur sagen, schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Wie fandet ihr die Spoiler zu Black Clover Kapitel 293? Also für mich waren die ganz gut. Also ich muss sagen, zeichnerisch wieder krass. Und die letzte Seite, wie Magna einfach da so geschrien hat, dass er gewonnen hat. Diese Freude, dass er es geschafft hat, die Rache zu nehmen. Ey, ganz ehrlich, ich gönn's dem Bastard. Ich gönn's dem. Vielleicht ist es das Einzige, was er je nochmal erreichen wird. Wir wissen es nicht, Leute. Gönn's
gönnst den einfach mal. Gönnst den einfach. Ganz ehrlich. Wie natürlich gesagt, Freitag oder Samstag gibt es die Review zu Kapitel. Duldet euch und da könnte man noch viel mehr erfahren. Also zu denen kann ich hier nochmal sagen. Wenn ich doch diese Spoiler-Talk gefahren habe, dann würde es mich hier natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und den Links kannst du mir gerne ein Abo da lassen.